ihr Lieben, heute nehme ich euch mit in den grandiosen Nationalpark Stora Sjöfallet und wir befinden uns hier mitten im Weltkulturerbe Laponia, dem größten zusammenhängenden Gebiet Europas, wo es nahezu unberührte Natur gibt. Und was es hier zu sehen gibt, das werdet ihr in diesem Video sehen und ihr werdet es kaum glauben, genauso wie ich hier mal wieder vor Ort aus dem Staunen nicht rauskomme. Bleibt dabei! Ja, herzlich willkommen in Europas größter zusammenhängender Wildnis, wenn man Russland mal ausnimmt. So ist es definiert. Laponia, ein Weltkultur- und Weltnaturerbe, liegt hier in Schwedisch-Lappland. Und der Stora Sjöfallet Nationalpark ist quasi das Herz von Laponia. Der Nationalpark wird von einer Straße durchquert und ist daher gut mit dem Auto oder Wohnmobil zu erreichen. Die Straße führt vom Eingang des Nationalparks ca. 70 Kilometer bis zum Ende, wo der Ort Rizem liegt. Genau dahin nehme ich euch jetzt mit. Wir fahren diese Straße komplett durch und durchqueren so den kompletten Nationalpark. Und von hier aus genießen wir schon mal grandiose Ausblicke auf die umliegenden Berge, auf die geniale Landschaft. Und man sieht hier auch in der Ferne schon die anderen beiden großen Nationalparks, Sarek und Patjelanta. Also auf jeden Fall ganz viel Potenzial für staunende Augen. Und natürlich werde ich auch wieder zu Fuß den Nationalpark erkunden. Und da werde ich eine Wanderung zum Namensgeber des Nationalparks machen, den Wasserfall Sjöfallet. Im Anfangsbereich des Nationalparks gibt es auch ein Informationszentrum, das Naturum, das besuche ich ebenso und da werde ich euch auch noch ein paar Eindrücke hier zeigen. Weitere Infos, wie ihr hierher kommt, die Wanderung, die ich gemacht habe als GPS-Download und so weiter, wie gewohnt, gibt es bei mir in meinem Blog. Da gibt es wieder einen zugehörigen Artikel zu diesem Nationalpark hier. Den Link packe ich wieder unten in die Videobeschreibung. Schaut da mal vorbei und jetzt wünsche ich euch viel Spaß.
So Leute, jetzt nehme ich euch noch mit auf eine richtig schöne, kleine, kurze Wanderung. Und wohin wohl? Na, da passt doch am besten der Namensgeber dieses Nationalparkes, Stora Sjöfallet. Das ist ein Wasserfall. Und man kann ja von der Straße aus ungefähr in 2 bis 3 Kilometern, ich weiß jetzt noch gar nicht ganz genau, ich verlinke euch aber wie immer auch die Infos und die Tour natürlich auf meinem Blog, kann man hier hinlaufen. Es ist ziemlich steinig, es ist ziemlich imposant, richtig geil mal wieder. Ich habe gelesen, dass der Nationalpark zur Gründung diesen Namen bekommen hat von diesem Wasserfall, weil das hier die Hauptsehenswürdigkeit war. Mittlerweile soll der Wasserfall nicht mehr so groß sein, weil oberhalb wurde ja ein großer Stausee noch gebaut. Und eins kann ich euch aber schon verraten, er ist immer noch sehr groß und es ist eine sehr geile, kurze, tolle Wanderung hier im schönen Nationalpark. Also los geht's. Wow, das sind voll die Zaubersteine hier. Jo, ihr Lieben, das war absolut grandios. Grandiose Landschaft
unfassbar, wie schön es ist, dass es hier noch so riesige, wirklich echte, unberührte Natur gibt. Zum größten Teil unberührt, aber wenn man weiter in den Park reingeht, hat man das natürlich auch wirklich hundertprozentig. Hier gibt es schon durch den Stausee natürlich und durch die Straße, die hier mitten durchführt, einige menschliche Eingriffe. Aber dafür kann man hier halt auch sehr gut herkommen und hier einen tollen Eindruck bekommen von der faszinierenden Landschaft. Und ich werde natürlich, um die anderen Nationalparks hier noch zu besuchen, Sarek und so weiter, das wird für mich ein Projekt in der Zukunft werden, wo ich mal wirklich mehrere Tage hier Langstreckenwanderung machen werde und den Kungsleden zum Beispiel oder den Palenta-Leden wandere. Bin gespannt, das werde ich auf jeden Fall, habe ich auf jeden Fall auf meiner Wunschliste und wird irgendwann auch geschehen. Ja, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wie immer. Daumen nach oben gerne und schaut wieder rein auf meinem YouTube-Kanal. Wir sehen uns in zukünftigen Videos und ich bin immer noch eine Zeit lang in Schweden. Und ich glaube, es gibt ja noch mehr Schönheit zu entdecken. Obwohl das ja schon kaum mehr zu toppen ist. Aber es macht auch keinen Sinn, das alles zu vergleichen. Alles hat hier irgendwie seinen Wert. Wobei, was ich doch echt nochmal sagen muss, hätte ich nicht gedacht, dass es in Schweden so riesige Berge gibt und so unfassbar geile Landschaft, wie ich sie eigentlich nur aus Norwegen kenne. Das ist echt hier sehr speziell, sehr besonders hier in der Ecke. So, jetzt aber Schluss und geht raus. Macht eure eigenen Abenteuer. Wir sehen uns in zukünftigen Videos oder mal in echt. Tschüss, viel Spaß.